Mein Name ist Christoph Nöldecke. Ich wurde 1956 in Pforzheim geboren und habe 1975 in Neunbürg an der Enns das Abitur abgelegt. Nach dem Zivildienst studierte ich in Tübingen Physik und erhielt 1983 den Grad eines Diplomphysikers. 1986 promovierte ich ebenfalls in Tübingen im Bereich der experimentellen Tieftemperaturphysik mit einer Dissertation zum chaotischen Verhalten beim Josephson-Effekt. Von 1986 an arbeitete ich in verschiedenen Fach- und Führungspositionen in der nachrichtentechnischen Industrie. Zuletzt war ich in Backnang für die TESAT Spacecom tätig, einer der weltweit führenden Hersteller von Ausrüstungen für Nachrichtensatelliten. Seit Beginn 2021 bin ich im Ruhestand. Seit 2011 engagiere ich mich an der Universität Stuttgart. Ich unterrichte die Fächer Satellite Communications und Space Radiations. Am 24. Februar 2020 bestellte mich der Rektor der Universität, Professor Wolfram Ressel, zum Honorarprofessor. Ich habe meine Antrittsvorlesung unter das Motto gestellt: Space Communications for a Changing World, Weltraumkommunikation für eine Welt im Wandel. Ich möchte verschiedene Aspekte der Weltraumkommunikation beleuchten. Auf der einen Seite hat Satellitenkommunikation entscheidend zur globalen Vernetzung beigetragen. Auf der anderen Seite haben Daten von Erdbeobachtungssatelliten uns erlaubt, uns über ständige Veränderungen unseres Heimatplaneten auf dem Laufenden zu halten, was heute im Zeitalter der globalen Erwärmung von enormer Bedeutung ist. Bereits in den ersten Jahren, in denen Weltraumfahrt betrieben wurde, setzte ein Wettlauf zu unseren Nachbarplaneten ein. Daten von Mars und Venus zeigten bald, dass diese Welten unbewohnbar sind. Seit den 1970er Jahren haben uns interplanetare Sonden Daten über das äußere Sonnensystem, die großen Planeten und den Zwergplaneten Pluto zurückgesandt. Die Übertragung dieser Daten erfolgt über Funkstrecken, auf die ich nachher noch eingehen werde. Eine Frage, die uns vielleicht alle bewegt: Sind wir allein im Weltall? Und wenn nicht, ist ein Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation möglich? Ein solcher Kontakt würde wahrscheinlich unser Weltbild mehr verändern als alles andere, was vorher geschehen ist. Der britische Autor Arthur C. Clarke wurde bekannt durch seine Science-Fiction-Romane. Einer dieser Romane, The Space Odyssey, wurde von Stanley Kubrick verfilmt und wurde einer der populärsten Filme der 1970er Jahre. Clarke war 1945 beeindruckt von Einzelheiten der deutschen Raketentechnologie, die nach Kriegsende bekannt wurden. Im Gegensatz zu vielen anderen Science-Fiction-Autoren war er gut über die realen Möglichkeiten der Raumfahrt informiert und er machte eine präzise Vorhersage. Mithilfe von 3 bemannten Raumstationen in 36.000 Kilometer Höhe über dem Äquator müsste es möglich sein, ein globales Kommunikationsnetz aufzubauen. Diese Stationen stünden aufgrund ihrer Umlaufbahn immer über den gleichen Punkt. 3 dieser Stationen müssten genügen, um die Erde zu erfassen, die Polargegenden einmal ausgenommen, da sie unter dem Horizont blieben. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Stationen mit heutiger Technologie unbemannt sind, haben sich Clarks Vorhersagen glänzend bestätigt. Heute verteilen geostationäre Satelliten Fernsehprogramme und unterhalten Verbindungen zwischen Bodenstationen. Diese Verbindungen, so sagte Clarke voraus, könnten mit Hilfe von Mikrowellen realisiert werden. Clarke sagte sogar voraus, dass die Verbindungen zwischen den Satelliten durch optische Datenverbindungen möglich sein würden. Heute ist alles davon Realität, eine Vision von außerordentlicher Tragweite.
Seit den 1960er Jahren verteilen Kommunikationssatelliten Informationen und Fernsehprogramme über weite Gebiete. Ein Alleinstellungsmerkmal der Satellitenkommunikation ist, dass Vernetzung überall in der Ausleuchtzone möglich ist und der Netzzugang lediglich eine Bodenstation erfordert. Die Möglichkeit, unabhängig von terrestrischer Infrastruktur Kommunikation aufbauen zu können, ist in vielen Fällen von entscheidendem Vorteil. Das gilt zum Beispiel im Katastrophenfall, wenn die terrestrische Infrastruktur überlastet oder gar zerstört ist. Dass militärische Operationen, insbesondere Out-of-Area-Einsätze, von Satellitenkommunikation profitieren, ist offensichtlich. Ad-hoc-Verbindungen für Reporter, News-Gathering runden das Bild ab. Wie von Clark vorhergesagt, ist ein geostationärer Satellit in der Lage, Verbindungen innerhalb der von seiner Position aus sichtbaren Erdoberfläche aufzubauen. Voraussetzung dafür ist, dass seine Antennen feste oder variable Ausleuchtgebiete erfassen können. Das ist hier dargestellt. Das rot umrandete Gebiet wird von einer Antenne erfasst, während schwenkbare Antennen sogenannte Spotbeams unterstützen, die nach Bedarf neu orientiert werden, etwa zur Kommunikation mit Fischereiflotten, Ölplattformen oder Truppen im Einsatz. Dieses Bild ist recht technisch. Es ist meiner Vorlesung Satellite Communications entnommen. Es zeigt die Architektur einer Kommunikationsnutzlast, wie sie auf einem geostationären Kommunikationssatelliten benutzt wird. Die Nutzlast besteht aus sogenannten Transpondern. Ein Transponder ist eine Kette von Geräten, die Signale in einem definierten Frequenzbereich empfangen, in der Frequenz umsetzen, verstärken und wieder zur Erde senden. Die Elemente eines Transponders sind Frequenzweichen, Vorverstärker, Frequenzumsetzer und Leistungsverstärker. Antennen werden von mehreren Transpondern gemeinsam genutzt. Zum Beispiel wird dieselbe Antenne sowohl für den Empfang als auch für die Aussendung eingesetzt. Solange die Signale nicht an Bord digital verarbeitet und regeneriert werden, spricht man von einem Bandpipe-Szenario, bei dem die Signale sozusagen unverändert über ein gekrümmtes Rohr am Himmel laufen. Hier zwei Beispiele, wie entlegene Gegenden mit Kommunikationsdiensten versorgt werden können. Auf der linken Seite sehen wir eine Empfangsantenne für Fernsehempfang direkt am nördlichen Polarkreis, die ich 2008 in der Nähe von Jokkmokk in Lappland fotografiert habe. Die Antenne scheint nach unten zu schauen, aber da es sich um ein Offset-System handelt, sieht sie den Satelliten mit einer Elevation von etwa 10 Grad über dem Horizont. Das rechte Bild zeigt ebenfalls in the middle of nowhere den Nutzer eines Satellitentelefons, der über einen geostationären Satelliten des Inmarsat-4-Netzes telefoniert. So ein Satellitentelefon ist natürlich deutlich schwerer und größer als ein handelsübliches Smartphone. Es lässt sich jedoch trotzdem in der Jackentasche verstauen. Kleinere Bodenstationen, sogenannte Very Small Aperture Terminals, VSATs, erlauben es, entlegene feste Standorte bidirektional mit dem Internet zu verbinden. Ich habe dieses 2,5 Meter VSAT, das von zwei kleineren Fernsehempfangsantennen flankiert ist, 2017 in den kanadischen Rocky Mountains am entlegenen Saskatchewan River Crossing Hotel gesehen. Da Satellitenkommunikation eine wertvolle Ressource ist, muss der Gast Verständnis dafür aufbringen, dass ihm der Internetzugriff separat in Rechnung gestellt wird. Saskatchewan River Crossing ist im Übrigen ein höchst empfehlenswertes Reiseziel. Nicht alle Gegenden der Erde können über geostationäre Satelliten erreicht werden. Bereits in den 1980er Jahren wurde ein weltumspannendes, satellitengestütztes Mobilfunknetz geplant. Wohl bemerkt begann die Planung für dieses Netz längst, bevor der terrestrische Mobilfunk
sich in den späten 1990er Jahren und in den 2000er Jahren flächendeckend ausbreitete, mit heute ständiger digitaler Vernetzung und telefonischer Erreichbarkeit. Dieses Netz, vermarktet als Iridium, stützte sich auf 66 niedrig umlaufende Satelliten, die in Ketten von je 11 Satelliten in 6 Orbitalebenen angeordnet sind. Mithilfe dieser Konstellation wurde es möglich, die gesamte Erde auszuleuchten, einschließlich der Polargebiete, die von geostationären Satelliten nicht erfasst werden. Iridium ging Ende der 1990er Jahre in Betrieb und bietet bis heute Mobilfunk weltweit. Inzwischen wurden die Satelliten der ersten Generation durch leistungsfähigere Raumfahrzeuge ersetzt, jedoch mit voller Rückwärtskompatibilität für Endgeräte der ersten Generation. In Zukunft werden weitere Konstellationsnetze auch breitbandigen Internetzugriff auf Satellitenbasis anbieten. Erste Anbieter werden bald den Marktplatz betreten. Ich gehe auf Details nicht ein, da die wesentlichen Elemente bereits im Iridium-System enthalten sind. Hier sehen wir, wie ein Nutzer in der Westantarktis über mehrere Intersatellitenverbindungen eine Verbindung ins terrestrische Netz aufbaut. Dies geschieht über wenige Gateways, eines davon hier in Nordamerika. Das Signal wird zunächst zu einem überfliegenden Satelliten geleitet, danach nach Norden über mehrere Intersatellitenverbindungen, dann nach Westen zum Gateway weitergereicht. Ein Satellit nach dem anderen fliegt über den Nutzer hinweg, nach Norden oder nach Süden. Zusätzlich dreht sich die Erde unter den Umlaufbahnen der Satelliten hinweg. Das macht es notwendig, dass sämtliche Verbindungen ständig rekonfiguriert werden. Es findet also ein ständiges Handover statt, ähnlich wie es mit unseren Smartphones durchgeführt wird, wenn wir aus einer Funkzelle in die nächste fahren. Nur ist hier der Nutzer ortsfest und das Netz selbst bewegt sich. Die Möglichkeit, die ein solches globales Netz bietet, ist enorm. Abenteurer, Weltumsegler, Forscher, Frachtschiffe und Ölplattformen können ständigen Kontakt zur Heimat und untereinander halten. Es ist auch möglich, den Transport wertvoller Ladung am Boden permanent minutengenau zu verfolgen, auch wenn der Lastwagen durch von terrestrischen Mobilfunknetzen nicht erschlossene Landstriche fährt. Bevor ich auf die Rolle der Weltraumkommunikation für die Erdbeobachtung eingehe, möchte ich kurz skizzieren, welchen Standort die Erde im Planetensystem einnimmt. Die Erde befindet sich in der bewohnbaren Zone des Planetensystems zwischen Mars und Venus. Diese Zone erstreckt sich von der Umlaufbahn der Venus bis zu der des Zwergplaneten Ceres, der allerdings so klein ist, dass er keine Atmosphäre besitzt. Vor einiger Zeit wurde entdeckt, dass außerhalb der bewohnbaren Zone Himmelskörper existieren, die unter dicken Eisschichten flüssiges Wasser beherbergen. Etwa auf dem Mond Enceladus des Saturn. Ebenso mit großer Wahrscheinlichkeit auf 3 der 4 galileischen Monde des Jupiter. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich dort unter kilometerdicken Eisschichten Leben entwickelt hat. Vielleicht schwimmen dort blinde, aber hochintelligente Superwale herum, die aber keine Ahnung vom Rest des Universums haben. Ich möchte jetzt auf einige Bedingungen eingehen, die die Bewohnbarkeit eines Planeten ausmachen. Er sollte über eine feste Oberfläche, also eine Kruste aus Gestein, verfügen. Er sollte ein heißes Herz haben. Warum das? Flüssiges Magma im Inneren kann Konvektionsströme tragen, die ein starkes planetares Magnetfeld erzeugen. Ein solches Magnetfeld an der Erdoberfläche, 30 bis 60 Mikrotesla stark, schützt vor geladenen Teilchen aus Sonnenwind und anderen Quellen. Die Atmosphäre sollte dicht sein und die Temperaturen an der Oberfläche sollten gemäßigt sein, um die Existenz flüssigen Wassers zu ermöglichen.
Auf der Erde sind alle diese Bedingungen erfüllt. Noch erfüllt die Erde alle Bedingungen für planetare Bewohnbarkeit. Diese Bedingungen ändern sich doch immer schneller. Das Tempo des Bevölkerungswachstums, die Intensivierung der Landwirtschaft und die globale Industrialisierung sind hierfür die Treiber. Ein Gradmesser für diese Veränderung ist die globale Erwärmung, die sich seit Beginn des industriellen Zeitalters Mitte des 19. Jahrhunderts beschleunigt hat. Es ist daher so wichtig wie nie zuvor, Informationen über den Zustand unseres Planeten zu erfassen. Hierfür sind Satelliten in niedrigen und höheren Umlaufbahnen ein Mittel von herausragender Bedeutung. Die Anzahl beobachtbarer Parameter ist Legion. Zu nennen sind Änderungen der Vegetation, die Untersuchung von Temperaturen, Meeresströmungen und die Ausbreitung des Polareises, um nur einige zu nennen. Um Daten in der erforderlichen Vielfalt, Menge und Aktualität zur Verfügung zu haben, sind breitbandige Funkverbindungen von und zu den Raumfahrzeugen außerordentlich wichtig. Hier sehen wir die simulierte Umlaufbahn eines Erdbeobachtungssatelliten, der in etwa 600 Kilometer Höhe auf einer mit 96 Grad inklinierten und daher sonnensynchronen Bahn fliegt. Dabei überfliegt der Satellit das gleiche Gebiet immer beim gleichen Sonnenstand. Bei Überflügen über Bodenstationen können auf dem Satelliten gespeicherte Daten der Beobachtungsinstrumente zum Boden gesandt werden. Dargestellt sind Überflüge über Bodenstationen auf 78 Grad Nord, 50 Grad Nord und am Äquator innerhalb eines Zeitraums von 10 Tagen in Gelb, Violett und Grün, mit einer minimalen Elevation von 10 Grad. Man sieht, dass die Anzahl der Überflüge mit der geografischen Breite zunimmt. Es ist für solche Missionen günstig, über eine Ankerstation im arktischen oder antarktischen Bereich zu verfügen. Dies schlägt sich direkt im Datenvolumen nieder, das heruntergeladen werden kann. Ein Erdbeobachtungssatellit, zu dem ich ein besonderes Verhältnis habe, ist der Satellit Flying Laptop, der am Institut für Raumfahrtsysteme entwickelt und gebaut wurde. Ich durfte als industrieller Berater an diesem Projekt mitwirken. Heute wird das Raumfahrzeug vom Stuttgarter Campus aus über die institutseigene 2,5 Meter Bodenstation betrieben. Am Institut werden auch die Beobachtungsdaten erfasst, archiviert und verteilt. Wir sehen hier das Kommunikationssystem des Satelliten, genannt DDS, Data Downlink System, oben im Foto und unten im Blockdiagramm. Links befindet sich die Hornantenne, die für die breitbandige Übertragung der Erdbeobachtungsdaten benutzt wird. Links von der Antenne sind drei der vier Kameras zu sehen. Die vierte, die Panoramakamera, befindet sich oberhalb der Antenne. Die schwarze Box zur rechten ist der intern redundant aufgebaute Transmitter, der aus zwei Modulatoren und zwei Leistungsverstärkern besteht. Ein Schalter erlaubt es, jeweils eine Kette aus Modulator und Verstärker auf die Antenne zu schalten. Die Datenquelle ist links im Blockdiagramm die Schnittstelle vom Payload-Computer, wo während des Orbits Erdbeobachtungsdaten gespeichert werden, um sie während eines Überfluges über die Ankerstation zur Erde zu senden. Das DDS wird im S-Band bei etwa 2,4 GHz betrieben und unterstützt bis zu 10 Megabit pro Sekunde. Ich hatte im Sommer 2017 die Gelegenheit, das Herunterladen des ersten Bildes der Panoramakamera im Kontrollzentrum verfolgen zu dürfen. Es war ein spannender Moment, als das Spektrum des Signals sich auf dem Spektralanalysator aufbaute und bald darauf das Bild von Südwestdeutschland auf dem Bildschirm erschien, klar und deutlich, mit einigen wenigen Wolken. Der Satellit trägt vier Kameras. Ich habe hier Bilder der Panoramakamera PAM-CAM herausgegriffen. Diese Bilder wurden im Frühjahr 2019 über der Arktis aufgenommen. Wir sehen hier zwei Bilder von einem Überflug am 21. April
2019 in nördlicher Richtung über den Archipel von Svalbard. Rechts ist ein Teil der Hauptinsel Spitsbergen zu sehen. Im Westen, durch einen Sund getrennt, sieht man die langgestreckte Insel Prinz Karls Vorland. Man kann auf dem linken Bild erkennen, dass der Sund noch teilweise von Eis bedeckt ist, während das rechte Bild, das weiter nördlich aufgenommen wurde, bereits offenes Wasser zeigt. Dies ist für diese Jahreszeit außergewöhnlich. Es ist ein Zeichen der globalen Erwärmung. Die Welt ist im Wandel. Hier sehen wir einen Vergleich der Situation am 21. April und am 30. Mai desselben Jahres bei verschiedenen Überflügen über das gleiche Gebiet. Während am 21. April der größte Teil des Sundes und der große Fjord im Süden unten eisbedeckt sind, ist das Wasser am 30. Mai bereits vollkommen eisfrei, eine Situation, die für die Jahreszeit untypisch ist. Normalerweise sind die Fjorde von Spitsbergen bis in den Sommer hinein von Meereis bedeckt und man kann sie auf Skiern überqueren. Inzwischen braucht man ein Boot. Bereits in den ersten Jahren der Raumfahrt entsandten die Sowjetunion und die USA Raumsonden zu unseren Nachbarplaneten. Wie wenig später zum Mond fand bereits in den 1960er Jahren ein Wettlauf zu Venus und Mars statt. Instrumente erfassten unerwartete Bilder und Daten. Von diesen interplanetaren Missionen haben wir viel gelernt. Die wichtigste Lehre ist vielleicht, dass wir heute sicher sein können, die einzige intelligente Art in unserem Sonnensystem zu sein, die eine Zivilisation entwickelt hat. Wir haben allerdings auch gelernt, dass es Orte im Sonnensystem gibt, wo flüssiges Wasser vorkommt. Interessanterweise nicht dort, wo man es ursprünglich erwartet hätte, nämlich auf unseren Nachbarplaneten Mars oder Venus, sondern auf den vereisten Monden von Jupiter und Saturn. Wir haben auch gelernt, dass es auf die Größe eines Planeten ankommt. Mars ist zu klein, als dass er auf Dauer eine dichte Atmosphäre halten könnte, wie es für die Entwicklung von Leben erforderlich ist. Seine Gravitation ist zu schwach, um nennenswerte Anteile an Sauerstoff und Stickstoff und Wasserdampf zu halten. Nur das schwerere CO2 blieb zurück. Zwar fand man im Marsboden Wassereis, und es gibt auch Hinweise darauf, dass der Mars einst Oberflächenwasser besaß. Aber diese Zeiten sind längst vorbei, wahrscheinlich seit Milliarden von Jahren. Andererseits haben wir gelernt, dass ein Planet, der immerhin noch am inneren Rand der bewohnbaren Zone die Sonne umkreist, nämlich die Venus, offensichtlich einen katastrophalen Treibhauseffekt erlitten hat. Dies hat dazu geführt, dass die Temperaturen dort heute mehrere hundert Grad betragen und jedes Leben unmöglich machen. Auch an eine Kolonisierung der Oberfläche durch den Menschen ist somit nicht zu denken. Dieses Bild ist wieder recht technisch. Es zeigt die Architektur eines Kommunikationssystems, wie es auf den meisten interplanetaren Sonden eingesetzt wird. Die erste Generation interplanetarer Raumsonden nutzte für die Übertragung bevorzugt Frequenzen im S-Band, etwas über 2 GHz. Seit einigen Jahren wird bevorzugt das X-Band mit Frequenzen um die 8 GHz eingesetzt. Auch diese Nutzlasten enthalten Transponder, links im Blockdiagramm dargestellt. Diese Geräte können mit Telekommandos modulierte Daten von der Erde empfangen, demodulieren und an das Computersystem des Raumfahrzeugs weiterleiten. In der anderen Richtung bereiten Sie Telemetriedaten für die Sendung zur Erde auf. Diese Telemetrie besteht einerseits aus Informationen über den Zustand des Raumfahrzeugs, etwa seine Orientierung im Raum, und andererseits aus Daten der wissenschaftlichen Instrumente. Die aktiven Geräte des Systems, wie die Transponder und die rechts von Ihnen dargestellten Leistungsverstärker, die Traveling Wave Tube Amplifiers, sind redundant ausgelegt,
soll es auch bei Versagen eines dieser Geräte die Mission nicht verloren ist. Sogenannte Diplexer teilen die Empfangs- und Sendebänder. Sendeseitig sind die Transponder mit den Leistungsverstärkern über einen Hybridkoppler vernetzt, der die Signale von einem Eingang auf zwei Ausgänge aufteilt. Empfangsseitig dient ebenfalls ein Hybridkoppler der redundanten Kopplung. Ein Schaltnetzwerk erlaubt es, eine von mehreren Antennen zu nutzen. Im Beispiel gibt es eine Hochgewinnantenne und eine Antenne mittleren Gewinns, die bevorzugt der Übertragung der von den wissenschaftlichen Geräten erfassten Daten zur Erde verwendet werden. Zwei Antennen mit niedrigem Gewinn, dafür einem großen Winkelbereich, erlauben es, das Raumfahrzeug nahezu unabhängig von seiner Orientierung zu steuern, etwa wenn Manöver zur Bahnänderung ausgeführt werden. Erzielbare Datenraten hängen stark von der Entfernung ab und liegen in der Größenordnung von einigen 100 Kilobit pro Sekunde für Entfernungen bis zum Jupiter und etwa 1 Kilobit pro Sekunde von Pluto, selbst unter Verwendung der größten und leistungsfähigsten Bodenstationen. Das Kommunikationssystem ist für den Betrieb einer interplanetaren Sonde von herausragender Bedeutung. Versagt es, ist die Mission verloren. Ich habe im Folgenden Bilder zusammengestellt, die von unseren Nachbarplaneten zur Erde übertragen wurden. Dies ist das erste Bild, das von der Oberfläche eines anderen Planeten zur Erde gesendet wurde. Es wurde 1975 vom Lander der sowjetischen Raumsonde Venera 9 aufgenommen und über den Orbiter bei 3,4 GHz mit einer Datenrate von 3,07 Kilobit pro Sekunde zur Erde gesendet. Diese Datenrate entspricht etwa der einer Telefonverbindung über ein Mobiltelefon der zweiten Generation. Das Bild zeigt eine trockene, öde, unbewohnbare Landschaft. Bereits im folgenden Jahr hat eine amerikanische Raumsonde das erste klare Bild von der Marsoberfläche zur Erde übertragen. Es handelte sich um den Lander der Raumsonde Viking 1, die unter anderem die Aufgabe hatte, dort nach Spuren von Leben zu suchen. Auch in diesem Fall wurden die Daten vom Lander über den Orbiter zur Erde gesendet, der mit einer Hochgewinnantenne von 1,5 Meter Durchmesser und einem 20 Watt S-Band-Sender ausgestattet war. Man sieht, der Mars ist trocken und kalt, der Atmosphärendruck ist nur etwa 1% des irdischen Wertes. Mit einem Wort, der Planet ist unbewohnbar. Als ich etwa 14 Jahre alt war, las ich in meinem Schülerkalender, dass die amerikanische Weltraumorganisation NASA eine Expedition zu den Außenbezirken unseres Planetensystems plante. Die großen Planeten würden in einem bestimmten Zeitraum so stehen, dass es möglich würde, zwei Raumsonden nacheinander an den Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun vorbeifliegen zu lassen, bei jedem Vorbeiflug Schwung für die nächste Etappe aufnehmend. Es war die Rede von der Mission, die unter den Namen Voyager oder Grand Tour bekannt wurde. Es wäre zum ersten Mal möglich, diese Planeten aus der Nähe zu erforschen. Ich war fasziniert. Kurz zuvor hatte ich die ersten bemannten Missionen zum Mond verfolgt. Mein Interesse an der Raumfahrt war definitiv geweckt. Noch heute, fast ein halbes Jahrhundert später, besteht Funkkontakt zu einer der beiden Voyager-Sonden. NASA betreibt seit Jahrzehnten ein Netz von Bodenstationen, das für die Kommunikation mit interplanetaren Sonden konzipiert ist. Die Antennen der drei größten Stationen haben 70 Meter Antennendurchmesser und sind strategisch an drei Standorte über den Globus verteilt. In Canberra, Australien, Madrid, Spanien und Goldstone, Kalifornien. Auf diese Weise ist eine kontinuierliche Verbindung zu interplanetaren Sonden sichergestellt, auch wenn sich die Erde im Laufe eines Tages einmal um ihre Achse dreht.
Die ersten Missionen zu einem der Gasplaneten, dem Jupiter, wurden von NASA unter dem Namen Pioneer durchgeführt. Die erste der beiden Sonden, Pioneer 10, flog 1973 am Jupiter vorbei. Wir sehen das Raumfahrzeug rechts oben. Die beherrschende Struktur ist die große Reflektorantenne, über die die wissenschaftlichen Daten im S-Band mit einer Datenrate von 2 Kilobit pro Sekunde über fast 1 Milliarde Kilometer zur Erde übertragen wurden. Diese Sonde übertrug nicht nur hochaufgelöste Bilder des großen Gasplaneten mit seiner durch Wolkenbänder und einem seit Jahrhunderten tobenden Wirbelsturm links unten charakterisierten Atmosphäre, sondern erforschte auch die Strahlungsgürtel des Jupiter. Die dort eingefangenen Teilchen haben 10-mal mehr Energie als vergleichbare Elektronen und Protonen in den Strahlungsgürteln der Erde, die nach James Van Allen benannt sind. Im unteren Bild sehen wir Professor Van Allen auf einer Pressekonferenz, auf der er unmittelbar nach dem Vorbeiflug von Pioneer 10 am Jupiter die Messdaten der Strahlungsdetektoren erläutert. Er hat auf der Tafel eine Welle skizziert, die der Ab- und Zunahme der Strahlungsintensität entspricht, während das Raumfahrzeug die Strahlungsgürtel des Jupiter durchfliegt, die an dessen Magnetfeld gekoppelt sind. Dieses Magnetfeld ist gegenüber der Rotationsachse des Planeten geneigt und durch die schnelle Drehung des Planeten eiert die Intensität im 10-Stunden-Rhythmus. Die zweite Generation der interplanetaren Sonden ins äußere Sonnensystem waren die Voyagers. Beide wurden 1977 gestartet und flogen bald darauf an Jupiter und Saturn vorbei, Voyager 2 auch an Uranus und Neptun. Die Sonde selbst ist links im Bild dargestellt. Auch hier ist die beherrschende Struktur die Hochgewinnantenne. Instrumente wie die Kamera, die Detektoren für das interplanetare Plasma und für hochenergetische Teilchen sowie das Magnetometer sind an Masten befestigt. Auch das RTG, der nuklear betriebene Stromgenerator, ist außerhalb der Sonde angebracht. Der radioaktive Zerfall von Plutonium-238 generiert die elektrische Energie für den Betrieb des Raumfahrzeugs und seines Kommunikationssystems. Mit einer anderen Energiequelle wäre so weit draußen im Sonnensystem eine solche Mission undenkbar. Diese hochaufgelösten Bilder von Neptun und seinem Mond Triton aus dem Jahr 1989 beeindrucken durch ihre Details. Voyager 2 war das letzte Raumfahrzeug, das diesen Planeten erforscht hat. Durch den Einsatz des höheren Frequenzbandes, des X-Bandes bei 8 GHz, die beiden 12-Watt-Sender und natürlich den Einsatz der 70-Meter-Stationen des Deep Space Network konnte eine Bandbreite von immerhin 22 Kilobit pro Sekunde erreicht werden, obgleich die Entfernung zur Erde bereits 4,5 Milliarden Kilometer betrug. Die aus meiner Sicht bisher erfolgreichste interplanetare Mission war die von Cassini zum Saturn, die den Planeten viele Jahre umkreist hat und die seine Umgebung, die Ringe und seine Monde in großem Detail erforscht hat. Die Mission hatte eine Gesamtdauer von 20 Jahren, vom Start 1997 über den Einschuss in die Saturnumlaufbahn 2004 und das Absetzen des Landers Huygens auf Titan 2005 bis zum Missionsende 2017. Wir sehen im linken Bild das Raumfahrzeug mit der beherrschenden High-Gain-Antenne, mit der die wissenschaftlichen Daten zur Erde gesandt wurden. Links darunter sieht man unter seinem Schild den Lander, der auf dem Saturnmond Titan abgesetzt wurde. Zwei Bilder der Cassini-Mission zeigen die Struktur der Saturnringe mit der Tag- und Nachtseite des Planeten und die Oberfläche des Titan. Nach den ersten Eindrücken der beobachtenden Wissenschaftler erinnerte das Bild von der Titanoberfläche an den Mars, obgleich hier keine Felsbrocken herumliegen, sondern Blöcke aus gefrorenem Methan. Rechts ein Bild
das die vielleicht spektakulärste Entdeckung von Cassini zeigt, nämlich die Fontänen am Südpol des Mondes Enceladus. Der Staubdetektor auf Cassini, der von Ralf Sramma vom Institut für Raumfahrtsysteme entwickelt und betrieben wurde, erlaubte interessanterweise den Nachweis, dass diese Fontänen aus Wasser und mineralischen, im Wasser gelösten Substanzen bestehen. Dies war der Nachweis, dass sich unter dem Eispanzer des Mondes ein salzhaltiger Ozean befindet. Dies ist aus meiner Sicht eine der bedeutungsvollsten Entdeckungen der Raumfahrt bisher. Dass diese Bilder zur Erde gelangten, ist dem leistungsfähigen Kommunikationssystem von Cassini zu verdanken, das mit einem 20 Watt Sender bei 8 GHz über 1,7 Milliarden Kilometer eine Datenrate von 14 Kilobit pro Sekunde ermöglichte, so viel etwa wie 4 Sprachkanäle eines Mobiltelefons. Eine NASA-Mission, die in völlig kompromissloser Weise konzipiert wurde, ist New Horizons. Die Aufgabe dieser Raumsonde war es, den Planeten Pluto im Vorbeiflug zu erforschen. Als die Sonde 2006 gestartet wurde, galt Pluto noch als Planet. Während ihrer Reise wurde er zum Zwergplaneten herabgestuft, in der Erkenntnis, dass wohl weiter draußen noch weitere Himmelskörper ähnlicher Größe ihre Bahn ziehen, die bis heute nicht eindeutig identifiziert sind. Dies würde den Planetenkatalog auf lange Sicht offen gestalten, aus der Sicht von Systematikern eine höchst unbefriedigende Situation. Rechts oben ist die Raumsonde mit ihrer beherrschenden 1,9 Meter Hochgewinnantenne zu sehen. Ansonsten ist das Raumfahrzeug, wie alle interplanetaren Sonden seit der Mitte der 1970er Jahre, sehr filigran und leichtgewichtig ausgelegt. Dies hatte seinen guten Grund, denn seine Trajektorie wurde völlig kompromisslos ausgelegt und bereits nach 9 Jahren und einem einzigen Gravity Assist am Jupiter ihr Ziel zu erreichen. Ein Hohmann-Transfer von Ellipse zu Ellipse hätte ein Vielfaches dieser Zeit erfordert. Eine 4-stufige Rakete gab dem Raumfahrzeug ein Delta V von sage und schreibe fast 45 Kilometer pro Sekunde auf seine hyperbolische Trajektorie mit, wovon etwa ein Drittel auf das Konto der Umlaufgeschwindigkeit der Erde um die Sonne ging. Dies ermöglichte nur einen Nutzlastanteil unterhalb des Promille-Bereichs. Jupiter steuerte beim Vorbeiflug noch einmal einige Kilometer pro Sekunde bei, während das Raumfahrzeug gegen die Anziehungskraft der Sonne ankämpfte und immer langsamer wurde. Links sieht man eines der Bilder vom Vorbeiflug am Pluto 2015. Der Himmelskörper mit seinen bizarren Spitzenbergen verharrt in ewiger Dämmerung. Nachrichtentechnisch gesehen ist New Horizons, ich sage ist, denn die Sonde ist heute immer noch in Betrieb, mit einem Sender von lediglich 12 Watt Leistung ausgestattet. Mithilfe der 70 Meter Bodenstationen des Deep Space Network war von Pluto über eine Entfernung von 4,8 Milliarden Kilometer immerhin noch eine Datenrate von einem Kilobit pro Sekunde möglich. Ein Bruchteil der Bandbreite des Sprachkanals eines Mobiltelefons. Aus diesem Grunde sendete die Sonde noch monatelang nach dem Vorbeiflug, um alle erfassten Bilder des Pluto und seines Begleiters Charon zur Erde zu übertragen. Doch damit nicht genug. Einige Jahre später flog New Horizons an einem kleinen Himmelskörper vorbei, dessen Form an eine missgebildete Kartoffel erinnert. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist dieser Körper als Ultima Thule bekannt, an den in der Antike sagenhaften Ort Thule erinnernd, der weit im Norden verortet wurde. Aus 6,4 Milliarden Kilometern Entfernung betrug die Datenrate immerhin noch 600 Bit pro Sekunde. Von einer intelligenten Zivilisation auf Ultima Thule keine Spur.
Wir wissen heute, dass intelligentes Leben in unserem Sonnensystem außerhalb der Erde mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vorkommt. Auch wenn auf Enceladus und einigen großen Monden des Jupiter flüssiges Wasser nachgewiesen wurde oder zumindest vermutet wird. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt und es werden ständig mehr. Einige davon befinden sich, soweit das von der Erde aus beurteilt werden kann, in der bewohnbaren Zone ihrer Sterne. Die Idee drängt sich auf, ob sich dort Leben und vielleicht sogar intelligente Zivilisationen entwickelt haben könnten. 1950 fragte sich der Physiker Enrico Fermi, warum man bis dahin noch nichts von außerirdischen Zivilisationen gehört hätte. Fermi war einer der herausragenden Physiker des 20. Jahrhunderts. Er lieferte nicht nur grundlegende Beiträge zur theoretischen Physik, sondern war auch ein wagemutiger Experimentator. Man denke nur an die Quantenstatistik von Teilchen mit halbzahligem Spin wie Elektronen und Protonen, die heute nach ihm als Fermionen bezeichnet werden. Als erstem gelang es ihm, einen Kernreaktor kritisch zu fahren, vielleicht ohne genau zu wissen, ob er ihn auch wieder abstellen könnte. Fermis Frage stellt sich auch heute noch. Ist dort draußen jemand und können wir Kontakt aufnehmen? Unser Sonnensystem befindet sich in den Außenbezirken der Milchstraße im Orion-Spiralarm, etwa 27.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Wir sind somit galaktische Außenseiter. Es wurden in den letzten Jahren zwar einige Exoplaneten in der Umgebung von einigen hundert Lichtjahren entdeckt, von denen auch der eine oder andere in der bewohnbaren Zone seines Sterns liegt. Wir können jedoch annehmen, dass die Dichte der bewohnbaren Planeten in der Richtung des galaktischen Zentrums stark zunimmt. Seit Jahrzehnten wird nach Signalen außerirdischer Zivilisationen gesucht. Hierfür dienen häufig Radioteleskope, die eigentlich für die Detektion einer Wasserstofflinie bei 1,42 GHz entwickelt wurden. CTI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ist sozusagen ein Nebenprodukt der Radioastronomie. Und es erscheint eher unwahrscheinlich, dass eine extraterrestrische Zivilisation ausgerechnet auf einer Wasserstofflinie sendet, die ja im Weltall allgegenwärtig ist. Auch ist deren Frequenz eigentlich zu niedrig, um eine starke Bündelung des Signals zuzulassen, wie dies zum Beispiel die Stationen von NASAs Deep Space Network bei 8 GHz ermöglichen. Trotzdem wurde eines Tages im Jahr 1977 ein Signal detektiert, das wesentlich stärker war als Signale aus natürlichen Quellen im All. Der Entdecker drückte sein Erstaunen mit dem Ausruf "Wow!" aus, mit dem er den Messstreifen markierte, auf der die Signalstärke mitgeschrieben wurde. Das Signal erreichte innerhalb einer Minute ein Maximum und nahm dann wieder ab. Wie man an den nachfolgenden Wellen im Plot erkennen kann, wurde es auch über die Nebenkeulen des Radioteleskops detektiert. Das Signal kam aus dem Sternbild des Schützen, also aus der Richtung des galaktischen Zentrums. Wegen der beschränkten Betriebsmöglichkeiten des Teleskops, das heute längst verschrottet ist, gelang es nicht, das Signal zu verfolgen. Aufgrund seiner kurzen Dauer konnte auch nicht ermittelt werden, ob es moduliert war und vielleicht eine Botschaft enthielt. Wer hatte dieses Signal gesendet? Vor einigen Jahren habe ich den Katalog der damals bekannten extrasolaren Planeten ausgewertet und deren Positionen relativ zu unserem Planetensystem in der dreidimensionalen Darstellung links aufgetragen. Damals schien ein Planet, nämlich Ross 128b, als aussichtsreicher Kandidat, da er sich in der bewohnbaren Zone seines Sterns
eines roten Zwergs befindet. Er ist nur etwa 11 Lichtjahre von uns entfernt und ist etwas größer als die Erde. Ich möchte ihn hier als Beispiel benutzen, um die Frage zu diskutieren. Ist es grundsätzlich möglich, mit Außerirdischen Kontakt aufzunehmen? Und wie sind die Randbedingungen? Hier ist eine wichtige Bemerkung am Platz. Nach unserem gängigen Empfinden ist Licht außerordentlich schnell, jedenfalls im Vergleich mit Vorgängen aus unserem täglichen Leben, etwa einer Autofahrt mit 130 km pro Stunde oder 36 Meter pro Sekunde oder der Schallausbreitung mit 340 Meter pro Sekunde. Im kosmischen Maßstab ist die Lichtgeschwindigkeit von 300.000 km pro Sekunde jedoch ein absolutes Schneckentempo. Schon das Signal der Raumsonde New Horizons benötigte vom Pluto zur Erde 4,5 Stunden. Interstellare Entfernungen werden bekanntlich in Lichtjahren angegeben. Die Latenz eines Radiosignals zum möglicherweise bewohnten Planeten Ross 128b beträgt daher 11 Jahre. In eine Richtung, wohlbemerkt. Ich möchte an dieser Stelle den Begriff der Radiozivilisation einführen. Was ist eine Radiozivilisation? Es ist eine Gemeinschaft intelligenter Wesen, die die Technologie entwickelt haben, gezielt Funksignale durch den Weltraum zu senden. Eine Gemeinschaft, die sich bewusst ist, wie ihre kosmische Umgebung aussieht und die eines Tages auf die Idee kommt, diese Technologie dazu zu verwenden, um Kontakt mit Gleichgesinnten außerhalb ihres Planeten aufzunehmen. Vielleicht betreibt diese Zivilisation selbst Raumfahrt. Jedenfalls verfügt sie über Funkeinrichtungen wie diese 70 Meter Station des Deep Space Network von NASA und sie nutzt solche Einrichtungen, um Kontakt zu anderen kosmischen Zivilisationen aufzunehmen. Das habe ich hier beispielhaft in Bildern dargestellt. Eine Bodenstation sendet Signale ins Weltall und empfängt Signale von dort. Rechts unten sehen wir noch einmal die künstlerische Darstellung von Ross 128b. Hier ist eine weitere grundsätzliche Bemerkung am Platze. Wenn selbst eine Expressmission wie New Horizons 9 Jahre benötigte, um eine Entfernung von wenigen Lichtstunden zurückzulegen, liegt eine bemannte Mission zu nahegelegenen Sternen außerhalb aller vernünftigen Möglichkeiten. So wird die Sonde Voyager 2 erst in einigen zigtausend Jahren am nächsten Stern vorbeifliegen. Als einzige Möglichkeit des Kontakts verbleibt die Funkstrecke. Eine Invasion der Erde aus dem All ist ausgeschlossen. Der Versuch einer Kontaktaufnahme ist daher völlig ohne Risiko. Wir können uns fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich in unserer Nähe, das heißt im Radius von vielleicht 100 Lichtjahren, eine weitere Radiozivilisation befindet, befand oder befinden wird. Ich möchte hier nicht auf Zahlen eingehen, das haben andere Autoren vor mir mit größerer Gründlichkeit erledigt. Wenn wir uns fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine solche Zivilisation gleichzeitig mit der unseren existiert, müssen wir uns deren typische Entwicklung vor Augen führen. In der oberen Zeitschiene habe ich skizziert, wie die Entwicklung einer Zivilisation abläuft. Nachdem der Planet sich aus Staub gebildet hat und abgekühlt ist, dauert es etwa 4 Milliarden Jahre, bis höheres Leben auftritt. Noch einmal 500 Millionen Jahre später betritt vielleicht eine intelligente Art die Bühne. In der unteren Zeitschiene sind die Fortschritte dieser intelligenten Art in vergrößertem Maßstab dargestellt. Sie benötigt vielleicht 1 Million Jahre, um Kultur und Technologie zu entwickeln, wie beispielhaft an bronzezeitlichen Felszeichnungen aus Schweden dargestellt. Irgendwann erreicht sie die Schwelle der Radiozivilisation. Die Menschheit hat diese Schwelle vor gut einem halben Jahrhundert erreicht. Im kosmischen Maßstab
ist dies eine lächerlich kurze Zeitdauer. Vielleicht betreibt die Radiozivilisation Raumfahrt, die nächsten Sterne wird sie jedoch nicht erreichen. Die Suche nach Signalen einer anderen Zivilisation beginnt, Botschaften werden ausgesandt. Wir können nur ahnen, wie lange diese Suche anhält. Ich mache die optimistische Annahme, dass 1 Million Jahre Zeit dafür zur Verfügung steht. Irgendwann endet die Radiozivilisation, entweder durch katastrophale Ereignisse, wie im Bild rechts unten angedeutet, oder durch langsame Degeneration. Vielleicht geht auch nach langer vergeblicher Suche nach kosmisch Gleichgestellten irgendwann die Motivation verloren. Wenn der Planet nach Ende der Zivilisation bewohnbar bleibt, entsteht vielleicht nach langer Zeit auf dem Planeten eine zweite Radiozivilisation und vielleicht beginnt diese aufs Neue mit der Suche. Irgendwann jedoch endet die Bewohnbarkeit des Planeten, wie rechts oben durch das Bild eines zu Supernova explodierenden Sterns angedeutet. Um die Situation im kosmischen Maßstab zu illustrieren, bleibt festzustellen, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass Zivilisationen in der näheren Umgebung gleichzeitig mit der unseren existieren. Die Dauer ihrer Evolution ist einfach so viel länger als die Existenz als Zivilisation. Gleichzeitigkeit ist daher nicht wahrscheinlich, insbesondere in kosmisch dünn besiedelten Gebieten wie dem äußeren Orionarm der Milchstraße, wo wir uns befinden. Dies ist hier symbolisch für die Zeitlinie von 4 bewohnbaren Planeten angedeutet. Darüber hinaus möchte ich an das Schneckentempo der Ausbreitung von Funkwellen erinnern. Selbst wenn eine Botschaft empfangen und beantwortet wird, dauert es im günstigsten Fall Jahrzehnte, bis eine Antwort empfangen wird. Vielleicht gibt es den kosmischen Glücksfall und auf Ross 128b existiert gleichzeitig mit uns eine Radiozivilisation. Wir gehen davon aus, dass sie über ähnliche Fähigkeiten verfügt wie wir. Als Beispiel werden die Leistungsmerkmale einer Station des Deep Space Network angenommen. Und das Glück ist vollkommen, sodass auf der anderen Seite bereits die richtige Funkfrequenz benutzt wird. Dann stellt sich die Frage, können wir mit den Außerirdischen reden? Die Antwort ist ja. Zum Nachweis habe ich das Budget der Funkstrecke aufgestellt. Dem Kundigen sind die Begriffe vertraut. Ich möchte hier nur hervorheben, dass bei richtiger Ausrichtung beider Antennen ein Signalrauschverhältnis von 10 dB erreicht wird und eine Datenrate von etwa 4 Bit pro Sekunde möglich ist. Dies ist nur ein Tausendstel der Bandbreite eines Sprachkanals über Mobilfunk. Aber es genügt, um innerhalb von einer Stunde eine Botschaft mit einer gewissen Komplexität zu übertragen, vergleichbar einem Telegramm aus der Frühzeit der Nachrichtentechnik im 19. Jahrhundert, als Morsezeichen über Drahtleitungen geschickt wurden. Hier ist skizziert, wie das vorherige Funkstreckenbudget vorausgesetzt die Datenrate ab und die Latenz mit der Entfernung zunimmt. Während wir auf eine Antwort von Bewohnern von Ross 128b gut 22 Jahre warten müssten, nimmt diese Zeit für fernere Kommunikationspartner zu. In der Liste sind einige bekannte Exoplaneten aufgelistet. Die Antwortzeit übersteigt bald die Dauer eines Menschenlebens. Ins galaktische Zentrum wären es über 50.000 Jahre und es könnten mit der angenommenen Technologie auch nur noch wenige Bit pro Jahr übertragen werden. Wenn aber dieser Glücksfall eintreten und Kommunikation mit intelligenten Bewohnern von Ross 128b möglich sein sollte, wie würde diese Kommunikation ablaufen? Wenn die Außerirdischen uns technologisch ebenbürtig, vielleicht auch überlegen sind, können wir ihnen mit gutem Gewissen einige Fähigkeiten unterstellen.
Grundlagen der Mathematik sind Ihnen vertraut, etwa die Benutzung des binären Zahlensystems, das Konzept der Primzahlen und der Primfaktorzerlegung. Ferner können wir davon ausgehen, dass Ihnen bildliche Darstellungen geläufig sind. Auch unterstellen wir Ihnen grundsätzliche Kenntnisse der Physik, die ja im gesamten Weltall den gleichen Gesetzen gehorcht. Und wenn Sie imstande sind, eine Funkverbindung zu uns aufzunehmen, haben Sie eine Sternkarte, auf der Ihr und unser Heimatstern verzeichnet sind, ähnlich der, die ich vorhin skizziert habe. Wir stellen uns nun vor, dass wir eine Botschaft erhalten, in der Form eines binär modulierten Funksignals. Zunächst zeigen uns die Außerirdischen, dass sie von 0 bis 7 zählen können. Geschenkt, das können wir längst. Dann empfangen wir drei Zahlen. Die ersten beiden, 29 und 41, sind Primzahlen. Die zweite, 1189, ist das Produkt der beiden ersten Zahlen. Vielleicht verstehen wir schon, dass die Koordinaten einer zweidimensionellen Darstellung eines Bildes gemeint sein könnten. Anschließend kommen noch zwei gleich lange Zahlenfolgen, hier der Einfachheit halber im Dezimalsystem dargestellt, obgleich dies für das Prinzip unerheblich ist. Die Zahlen der ersten Folge liegen zwischen 0 und 41, die der zweiten zwischen 0 und 29, wobei nicht alle Zahlen vorkommen. Vielleicht will man uns suggerieren, dass dies die Koordinaten von Bildpunkten in einer Matrix sind, deren lange Seite von 0 bis 41 die kurze von 0 bis 29 reicht. Nachdem wir das verstanden haben, bereitet es uns keine Mühe mehr, das Bild zu rekonstruieren. Das einzige Problem ist, dass es anfänglich auf dem Kopf steht. So sehen wir also aus, sagen uns die Aliens. Wir stehen aufrecht auf zwei Beinen, wir haben auf jeder Seite zwei Arme und wir haben zwei Antennen auf dem Kopf. Sicher genauso wie ihr. Wir bitten umgehend um Antwort. Und ob wir wirklich grün sind, wie es sich für richtige Aliens gehört, erfahrt ihr dann in 22 Jahren. Wir müssen uns nur noch überlegen, wie wir unsere Farbe richtig kodieren. Das Spektrum des Wasserstoffs wird uns leiten. Seine Hauptlinie ist rot. Hiermit komme ich zum Ende. Ich hoffe, dass Ihnen diese Tour de Force durch die Weltraumkommunikation gefallen hat. Ich hoffe auch, dass ich diese, meine Antrittsvorlesung, bald live in einem der schönen Hörsäle der Universität nachholen kann. Und vielleicht ist ja bis dahin die erste Botschaft von Ross 128b eingetroffen. Mir bleibt noch einer ganzen Reihe von Persönlichkeiten zu danken, die mich in den letzten Jahren unterstützt und die mir so schließlich die Honorarprofessur ermöglicht haben.